Ja, ich dachte, ich vlogge mal wieder ein bisschen und mache mich dabei nebenbei fertig, beziehungsweise ich muss gleich zur Arbeit, also ich muss mache nicht viel. Ein bisschen Tightline und gleich noch ein bisschen Wimperntusche und Creme Blush und dann bin ich auch gut damit durch. Ich wollte euch nur eben kurz erzählen, bevor ihr euch wundert, dass das im Video immer wieder Thema ist. Ich habe mich am Mittwochnacht wieder bei Weight Watchers angemeldet, weil aufgrund der Fußverletzungen und dass ich immer noch nicht wieder anständig laufen kann, bewege ich mich zu wenig oder kann ich mich zu wenig bewegen und nehme jede Woche ungefähr ein halbes Kilo zu. Und da ich ja vor Weihnachten schon Probleme mit dem Rücken hatte, über 2 Wochen nicht viel machen konnte, bin ich jetzt quasi seit 8 Wochen ohne Sport, mit wenig Bewegung und mein Körper findet es nicht so geil. Und es ist auch gut angelaufen. Also ich bin Donnerstag gestartet, wir haben jetzt Montagmorgen und ich habe schon 2,5 Kilo runter. Aber das ist normal, am Anfang geht es immer super schnell und ungefähr so nach 3, 4 Kilo setzt sich bei mir so ein bisschen der Schlendrian ein und dann habe ich keinen Bock mehr, weil es einfach nicht mehr vorangeht. Genau, aber ich hoffe diesmal nicht. Ich möchte mein Wunschgewicht endlich wieder haben. Ich möchte mich wieder wohlfühlen in meiner Haut. Und ihr könnt euch Kommentare oder die Leute, die meinen, das zu müssen, unter meinem Video sparen. Wie, wieso? Du bist doch in einem normalen Gewicht. Du vermittelst einen falschen Eindruck. Bla bla bla. Ich war jetzt bei 73 Kilo. 73 auf 1,71 m. Das ist natürlich kein Übergewicht. Das ist mir durchaus bewusst. Ich bin ja kein Schwachkopf. Aber man muss sich ja trotzdem in seiner Haut wohlfühlen. Ne? Also eine Freundin von mir, die oder Bekannte von mir, wiegt 10 Kilo mehr als ich, auf 5 cm weniger Körperhöhe. Und die fühlt sich super wohl. Ne? Also die findet sich richtig gut. Und dann ist es doch auch total okay. Also jeder so, wie er sich gut fühlt. Ich würde auch nie jemanden verurteilen, also beurteilen sowieso nicht anhand seines Körpers, aber verurteilen, wenn der jetzt meiner Meinung nach 5 Kilo mehr oder 5 Kilo weniger hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bilde mir da gar keine Meinung, weil mir das eigentlich egal ist. Es ist sowas ganz Massives, ne? Also wenn jetzt jemand 150 Kilo wiegt bei meiner Körpergröße oder wenn jemand 45 Kilo wiegt bei meiner Körpergröße, dann ist das auffällig, weil das ist dann wieder ein Extrem. Extreme fallen natürlich auf, ne? Aber ob nun jemand 70, 80, 60 Kilo wiegt, wofür ist das wichtig? Ich finde, jeder sollte so leben, dass er sich in seiner Haut wohlfühlt. Und deswegen habe ich mich jetzt wieder angemeldet. Und das klingt jetzt, als würde ich mich wahnsinnig rechtfertigen. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Ich wollte es euch nochmal erzählen, weil, ja, ich habe letztens ein Video gesehen, die süße Tabea hat sich wieder angemeldet, beziehungsweise ist wieder, ja, sie ist wieder online quasi, also nicht nur bei Instagram aktiv, sondern halt lädt eben auch YouTube-Videos hoch und hat sich ungefähr ein Jahr eine Pause gegönnt. Hat sich total verändert und hat auch mit Weight Watchers richtig viel Gewicht verloren. Ich persönlich muss jetzt keine oder möchte keine 20 Kilo abnehmen, das ist ein bisschen Quatsch. Aber ein paar dürfen auf jeden Fall runter. Und da habe ich mir gedacht, komm, jetzt hatte ich das Video so motiviert, jetzt meldest du dich da auch mal wieder an. Ich habe heute Morgen keinen Bock mehr Augenbrauen zu malen, deswegen nehme ich nur Augenbrauen-Mascara. Ja, auf jeden Fall habe ich das gemacht und mal sehen. Also es ist wie gesagt gut gestartet. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass es eben diese Zero Points Lebensmittel gibt. Am Donnerstag, als ich gestartet bin, also Mittwochnacht, hatte ich mich wie gesagt angemeldet. Ich hatte mich gar nicht groß damit beschäftigt, sondern habe nur gesehen, oh, ist ein Angebot, Anmeldegebühren gespart, bla 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 und so weiter. Und darum hatte ich dann noch schnell zugeschlagen. Auch wenn die das Angebot natürlich öfter haben, aber ich wollte halt sofort starten. Ja, dann hatte ich zur Arbeit einen Joghurt, so 0,9% Fett-Joghurt von Aldi mit, weil ich die ganz lecker finde. Und dann hatte dieser Joghurt genauso viele Punkte wie meine 2 Scheiben Brot belegt mit Frischkäse, Gurke und Tomate. Und natürlich hat dieser 150, 125 Gramm, ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist, Joghurt lange nicht so satt gehalten. Und da waren dann schon ein Großteil meiner Punkte weg. Und natürlich musste ich auch den Rest des Tages essen, sodass ich mir dann abends so eine Mahlzeit mit 0 Punkten zubereitet habe. Und ich muss sagen, ich bin echt mega satt geworden. Es gab
ein Rührei mit ganz viel Gemüse, also mit Tomaten und Dill und Krabben und war super lecker. Und zum Nachtisch ein Joghurt mit Galliamelone, die ich vorher noch nie gegessen habe. Also auch da, man lernt dann halt auch mal was anderes kennen, wenn man so ein bisschen auf die Rezepte guckt. Und 100 Gramm Galliamelone, 200 Gramm Naturjoghurt, das war mega lecker. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ja, und jetzt mache ich mal ganz schnell, weil es ist schon wieder, oh Gott, es ist gleich schon wieder 5:30 Uhr. Scheiße. Ja, es ist überall sehr dunkel in meiner Wohnung. Ich könnte mal Licht anmachen, ne? Wird das Ganze so ein bisschen vereinfachen. Ich toaste mir jetzt mal schnell mein lecker Dinkelsprossenbrot. Wir haben hier einen Bäcker um die Ecke. Ist Quatsch, aber auf dem Weg zur Arbeit habe ich einen Bäcker, bei dem bekomme ich immer mittwochs, also nicht nur ich, sondern auch andere Kunden, mittwochs anderthalb Brote zum Preis von einem Brot. Und das ist echt mega lecker und kostet irgendwie 3,30 €. Genau, und das hole ich mir dann mittwochs. Und anderthalb Brote reichen bei mir dann für, kurz überlegen, doch circa eine Woche, sodass ich meistens bis mittwochs hinkomme. Manchmal sind noch ein paar Scheiben über, aber so im Schnitt. Und das ist echt richtig lecker. Und 100 Gramm haben 7 Punkte. Das ist natürlich nicht ganz wenig, aber es gibt Schlimmeres. Und es ist echt mega gesund. Dinkel ist viel besser verdaulich vom Körper zu verarbeiten als Weißmehl und hält viel besser satt. Auch wenn ich natürlich gerne mal ein helles Brot esse. Also es nicht. Aber ich habe immer wieder festgestellt, ich vertrage das Dunkle einfach deutlich besser. Genau, und flitze hier mit euch durch die Hütte und zeige euch jetzt mal kurz, was ich angezogen habe. Es ist mal nicht klassisch schwarz, also im Gegenteil. Genau, ich hatte Bock auf Pünktchenbluse, eine blaue Jeans mit Cutouts und ja, mein Lieblingsboots, ne? Ihr kennt sie ja mittlerweile. Gott, freue ich mich drauf, wenn ich bald wieder normale jeden Schuh anziehen kann. Genau, die Hose macht jetzt nicht das Beste aus meinem Hintern, also eigentlich sieht alles flach aus. Aber gut, ist egal. Die ist bequem, ist viel Stretch drin. Und habe ich erwähnt, dass ich von den 73 Kilo, die ich vor einer halben Woche noch hatte, schon 2,5 abgenommen habe. Ja, am Anfang, schade, dass es nicht immer so gut läuft. So, und jetzt mache ich mich wirklich auf den Weg, weil wir Zeit. Guten Morgen! Ich habe mich gerade so gefreut. Also vielleicht sollte ich mich erst freuen, wenn dieser Meilenstein erreicht ist, aber ja, ich habe euch ja gestern erzählt, dass ich mich wieder bei Weight Watchers angemeldet habe, letzte Woche Donnerstag. Und gerade am Anfang brauche ich immer eine ordentliche Motivation am Anfang, damit es auch weitergeht und ich weitermache. Und ja, ich hatte gestern einen blöden Tag, weil ich extrem Hunger hatte. Und ja, ich zeige euch es mal eben. Behaltet aber bitte im Hinterkopf, dass es am Anfang immer super schnell geht, ne? Und von 73 auf 70,1 Kilo, also 2,9 Kilo Gewichtsabnahme in nicht mal einer Woche. Wie gesagt, am Anfang geht es immer schnell und ja. Aber das zeigt dann, dass ich vielleicht doch nicht ganz so ehrlich war mit mir selber, als wenn es ums Essen ging, bevor ich mich da wieder angemeldet habe. Ist auch egal. Ich zeige euch eben mein Outfit of the Day. Nach dieser Bluse werde ich immer wieder gefragt. Die ist leider schon ein bisschen was älter. Und ich habe immer erzählt, die war von H&M oder Zara. Das stimmt nicht. Entschuldigung. Die ist von Only. Also die habe ich mal im Only Outlet gekauft für, ich glaube, 20 €, 15 €. Ich liebe die total. Die hat halt so viele Farben mit drin. Also die hat diese ganzen warmen Farben, die ich super gerne mag. Dieses Rostrot und Senfgelb, aber eben auch dunkelblau. Und ja, ich mag die total. Dazu trage ich eine dunkelblaue Skinny Jeans. Genau, einfach nur, weil sie bequem ist und ich heute wieder viel sitzen werde und mich nicht viel bewegen werde. Und ich stecke die immer so ein bisschen rein, nicht komplett, nur so ein bisschen, weil ja, ich das halt mag. Gürtel, meine Boots, die scheiß Schiene nervt. Und an Schmuck trage ich Ohrringe von, ich glaube, Swatch, also dieser Uhrenmarke Swatch. Und auch den passenden Ring dazu, Freundschaftsring und so weiter. Und auf den Lippen trage ich heute etwas aus meinem Project Pen.
dass ich endlich aufbrauchen möchte, weil ich von Revlon nichts mehr hier haben möchte. Das ist der Peach Parfait. Genau, und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Hello! Outfit of the Day, Tag 3 oder 4, ich weiß es nicht. Und ja, eine Bluse, bei der es aussieht, als würde mein Busen bald die Bluse sprengen, aber tut sie nicht. Also sie sitzt bequem, ist halt Stretch drin, ne? Aber stört mich jetzt gerade nicht, ist nur ein Knopf. Und ja, ich zeige es euch mal eben. Und zwar habe ich wieder meine High-Waist-Hose an, die ist von H&M, die habe ich da letztes Jahr gekauft. Ich liebe sie nach wie vor, also solltet ihr die noch finden, High-Waist mit Bindegürtel, solltet ihr dann eigentlich finden, wenn es die noch gibt. Dann kauft die eine Nummer kleiner. Also ich bin eigentlich eine 40, trage die in der 36, weil die einfach so groß ausfällt. Und ich mag die nicht, wenn die so schlabbert, weil die hat schon Stretch. Und wenn das so schlabbert, sieht das kacke aus. Und dann halt diese Bluse. Diese. Die ist übrigens auch von Hasi Mausi. Und ich mag halt diese leichten Puffärmelchen und dass die schwarze kontrastfarbene Knöpfe hat. Ich finde es einfach, das gibt der Bluse so das gewisse Etwas. Und natürlich meine Boots. Und an Schmuck trage ich, wie gestern auch, meine Swatch-Ohrringe und Swatch-Ring, Freundschaftsring und meinen Fitness-Tracker. Ich bin gestern trotz Fußverletzung auf 5000 Schritte gekommen. Yay. Und ich hatte gestern Nacht kein, oder gestern Abend keine Schmerzen des Todes. Also alles gut. Und Ponytail, genau. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Hello. Ja, ich bin ein bisschen abgekämpft und ich freue mich ganz ehrlich gleich auf eine heiße Dusche. Aber vorher wollte ich noch ein bisschen was erledigen. Und zwar habe ich drei lieben Zuschauern von mir versprochen, dass ich mein Jelly-Rezept nochmal abfilme. Und es ist ein bisschen speziell und das Rezept ist auch nicht von mir. Also es ist jetzt einfach nur eine Variante davon. Die Grundidee funktioniert, glaube ich, auf fast alles. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Rezept habe ich von der lieben Verena. Die findet ihr bei Instagram unter Low Carb Backrezepte. Sie hat doch einen ganz, ganz tollen Blog. Und ja, da habe ich mir das abgeguckt und habe dann irgendwann so meine Lieblingsvariante gefunden und mache mir das dann halt auch regelmäßig mal. Also mache mir die regelmäßig mal. Die machen nämlich tatsächlich, dass die Haare so ein bisschen schneller wachsen, die Nägel ein bisschen stabiler werden. Und wenn man die regelmäßig isst. Aber man muss es natürlich auch im Hinterkopf behalten. Es ist und bleibt halt eine Süßigkeit. Wobei, abgewandelt geht's eigentlich, ja. Ich habe heute übrigens eine Lieferung von, ich nenne mal Lebensmitteln, bekommen. Wollte ich euch nochmal eben zeigen, weil ich das Zeug einfach so, so gut finde und jetzt ist wahrscheinlich alles kaputt. Und zwar habe ich mir mein Erythrit Gold, ach, Erythrit Xucker Light nachbestellt. Das ist ein Erythrit und kein Xylit. Das heißt, es hat wirklich 100, ach Quatsch, 0 Kilokalorien. Es ist absolut kalorienfrei, steht auch drauf. Und genau, es ist ein super Süßungsmittel, finde ich, weil es für mich keinen komischen Nachgeschmack hat. Das Einzige, was ich finde, ist, das ist aber nicht nur ich finde, das ist so, es hat so ein leicht kühles Gefühl auf der Zunge. Wer das nicht mag, der sollte das Xucker Light oder Erythrit Gold nehmen. Da ist das dann nicht so extrem. Ich finde das hier aber vollkommen ausreichend und ich bezahle bei Amazon für das, ich glaube es ist ein Kilo, genau, für das Kilo 10 Euro oder 10,90 Euro. Oder 10 Euro, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und bei DM kostet das schon das halbe Kilo. Von daher kaufe ich es tatsächlich immer online, weil ich es noch in keinem Shop oder in keinem normalen Geschäft zu dem Preis gesehen habe. Und da ich ja nicht Größeres bin, kaufe ich es dann halt da. Und dann musste ich mal wieder eine Bestellung aufgeben bei Spice Bar, weil ich habe ja noch so ein paar Sachen. Das ist im Moment so ein bisschen mein Rest. Und meine Goldstückchen sind mir ausgegangen. Und das fiel mir gerade nicht ein. Schokokracher, genau. Also ich habe mir jetzt zweimal Schokokracher bestellt. Genau. Und dann habe ich mir meine Goldstückchen bestellt. Ich liebe das Zeug in meinem Kurkuma Latte bzw. Pumpkin Spice Latte. Ist mega, mega lecker. Dann habe ich das Pimp It Pink bestellt. Das sind jetzt tatsächlich alle vier Pauli Kocht Gewürze von Spice Bar. Kann ich euch mega empfehlen. Was ich auch echt süß finde, ist, weil ich von den sieben Dingern, die ich bestellt habe, waren jetzt vier von Pauli. Und hier steht dann drauf Pauli Party. Das finde ich auch irgendwie so sympathisch, dass dann da so eine handschriftliche Karte beiliegt. Voll süß.
Und dann habe ich noch bestellt, weil ich jetzt schon öfter gehört habe, wie lecker das sein soll, Tonkabohnen, ganze Tonkabohnen. Die werde ich mir dann in so eine Gewürzmühle packen. Dann wollte ich unbedingt mal dieses Steinpilz-Meersalz ausprobieren. Da schwärmt die liebe Verena von Low Carb Backrezepte immer von. Und das ist scharfes Stück. Davon schwärmt auch eine Instagramerin, der ich folge. Das soll mega lecker sein und ich esse gerne scharf. Und deswegen habe ich das jetzt auch mal mitbestellt. Mit dem Code Spicy Low Carb, ich schreibe es euch hier mal irgendwo hin, spart ihr 5 Euro auf eure Bestellung. Ich glaube ab 15 Euro. Und da kommt ihr leicht drauf. Also pro Gewürz zahlt man so zwischen 5 und 9 Euro. Die Tonkabohne ist natürlich deutlich teurer. Aber ja, ich liebe die Gewürze total und ich mag halt diese Dosen, die kann man auch immer wieder befüllen mit anderen Dingen. Leider glaube ich, dass man nicht alle Gewürze tatsächlich auch als Nachfüllung bestellen kann. Das finde ich ein bisschen schade, aber ich möchte jetzt auch nicht beschwören, ich habe nicht ausreichend geguckt. Und das hatte ich bei Kleiderkreisel gekauft, hat hiermit jetzt nichts zu tun, aber... Dadurch, dass Kleiderkreisel ja jetzt den Menschen verbietet, gebrauchte Kosmetik zu verkaufen, habe ich das hier echt zu einem Schnapperpreis gekriegt. Da konnte ich nicht Nein sagen. Und zwar ist das das Diffused Light und das ist in einer meiner Hourglass Ambient Lighting Paletten mit drin. Und ja, deswegen, das liebe ich und da brauche ich das in der Palette nicht leer machen. Voll tolles Puder. Genau, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Ich wollte euch zeigen, wie ich meine Low Carb Jellies mache und ich bereite das jetzt mal alles eben vor für euch. Genau, der Star der Show ist auf jeden Fall die Premium Fischgelatine. Die verlinke ich euch in die Infobox. Und nein, die schmeckt wirklich nicht nach Fisch. Da könnt ihr euch auf mich verlassen. Das fände ich ja mega eklig in der Süßspeise. Und ich verlinke sie euch. Ist jetzt nichts für Vegetarier oder Veganer. Das ist was für Pesketarier wie mich, die halt auch noch Fisch essen. Vielleicht ändere ich das irgendwann nochmal. Und hiervon brauchen wir 20 Gramm. So kann man es lassen. Dann, ich habe das Rezept jetzt noch nicht früher abgefilmt, weil mein Zucker leer war. Und davon brauchen wir nämlich auch nochmal 25 Gramm. Damit ihr ein bisschen Süße drin habt, könnt ihr natürlich mehr oder weniger nehmen, wie gesagt. Und ihr könnt auch andere Süßungsmittel nehmen. Ihr müsst jetzt nicht das nehmen. Aber ich finde das halt am besten dafür geeignet. Und davon nehmen wir 25 Gramm. Genau, sind wir bei 45. So. Ich habe mir jetzt 120 Milliliter Wasser abgemessen. Kommt jetzt in meinen Kochtopf, der schon ein bisschen vorgewärmt ist. Und in das Wasser packen wir jetzt direkt dieses Zucker und Fischgelatine-Zeugs rein. Erhitzen das jetzt einfach mal ein bisschen. Löst sich wirklich richtig gut auf, ne? Also ich wiege mir dann schon mal das Alpro ab. Alpro, weil ich das einfach viel, viel besser vertrage als normalen Joghurt. Also beim normalen Joghurt kriege ich schon mal so ein bisschen Bauchdrücken. Das habe ich bei dem Alpro noch nie gehabt. In dem Fall nehme ich den mit Heidelbeeren. Leider habe ich keine Heidelbeeren gefunden, sondern nur Blaubeeren. Die habe ich jetzt einmal durchgeteilt, weil die riesengroß sind. Genau, die Masse, die muss jetzt noch so ein bisschen weiter aufkochen. Und dann nehme ich gleich ein bisschen Würzöl. Das ist in dem Fall ein bisschen süßlich. Und zwar ist das das Mandelvanille. Davon nehme ich so 2 Gramm. Das müsst ihr nicht machen, aber ich persönlich, das ist ein bisschen mehr, aber so viel mehr auch nicht, aber ich persönlich finde das halt echt lecker. Und dann habe ich hier schon mal die Förmchen vorbereitet. Ich habe noch deutlich mehr, die habe ich auch bei Amazon gekauft. Das sind so Silikonförmchen. Und ich glaube, ich habe 6 Stück davon. Ich weiß jetzt nicht, wo sie alle sind. Die sind natürlich sauber ausgewaschen vom letzten Mal noch. Den Becher braucht ihr gleich. Ihr braucht nämlich was zum Gießen. Das ist ganz wichtig. Und in diese Förmchen lege ich mir jetzt schon mal die Blaubeeren ein. Ich mag das ganz gerne, wenn man dann da drauf beißt. Und es ist so ein bisschen,
ich wollte gerade sagen crunchy, aber ist natürlich Quatsch, sondern so ein bisschen saftiger im Kern. Das finde ich ganz geil. Und hat halt auch 0 Punkte. Das befülle ich mal eben. So, und jetzt warte ich drauf, dass das hier anfängt zu köcheln oder so ein bisschen zu blubbern. So, wenn es dann aufkocht, nehmt ihr es vom Herd. Und es wird empfohlen, dass man einen Moment wartet, bis man dann den Joghurt einrührt. Das mache ich aber nicht. Ich rühre das immer sofort ein. Und das wird jetzt tatsächlich ein bisschen tricky mit einer Hand. Weil, wenn ich zu lange warte, dann sorgt der Joghurt in der Gelatine dafür, dass sie zu schnell fest wird. Und dann kann ich das nicht mehr gut einfüllen. So, das ist jetzt alles noch sehr flüssig, das ist aber vollkommen normal. Ich fülle mir das jetzt in meinen Messbecher um, weil wie gesagt, ihr braucht eine Schütthilfe, sonst geht nämlich alles daneben. Und dann einfach vorsichtig in die Förmchen umfüllen. Also wirklich kein Hexenwerk. Super, super easy und schnell gemacht. Muss natürlich ein bisschen aufpassen, damit man nicht zu viel reingießt, damit es nicht überläuft, aber selbst wenn es überläuft, ich meine, so ein Drama jetzt auch nicht. Was ich halt so toll an dem Rezept finde, beziehungsweise an den Kollagen-Jellies finde, ich persönlich mag eigentlich überhaupt keine Gummibärchen. Also ich mag sie wirklich nicht, würde die nicht kaufen und wenn die irgendwo rumstehen und noch andere Sachen, würde ich immer eher zu den anderen Sachen greifen. Ich mochte früher mal diese Fruchtgummi, nicht Fruchtgummi, diese Joghurtgums ganz gerne. Aber das hatte sich dann auch irgendwann relativ schnell erledigt. Ja, ich habe hier einfach eine total tolle Kontrolle darüber, was die für Nährwerte haben. Da ist kein Scheiß drin. Also ihr könnt euch euren Joghurt natürlich auch selber im Joghurtbereiter vorbereiten. Da hat die liebe Verena, ich verlinke euch den Blog auf jeden Fall auch in der Infobox, auch ein paar ganz tolle Rezepte. Aber das mit dem Joghurt fermentieren, das ist mir einfach viel zu aufwendig, da ich keinen Bock drauf. Ich habe das mal probiert und dann funktioniert es mal, dann funktioniert es wieder nicht, dann war ich mit der Konsistenz nicht zufrieden. Und deswegen kaufe ich halt den Alpro. Es gibt sicherlich gesündere Varianten, ne? Aber ich komme damit jetzt ganz gut klar. Und es sind jetzt 100 Gramm Alpro drin und 2 Gramm Öl, dann das Erythrit. Und das, die Fischgelatine, das hat nicht viele Kalorien und man futtert die auch nicht alle auf einmal auf. Und selbst wenn, braucht ihr bei 2 Gramm Öl und 100 Gramm Joghurt auch kein schlechtes Gewissen haben. Genau. Da ist es dann passiert. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Das wird halt fest und dann habt dann großen Jelly. Oder ihr putzt es vorher ab, das könnt ihr natürlich auch machen. Mir ist das jetzt wurscht. Den esse ich gleich, wenn er ausgekühlt ist. Und das geht auch relativ schnell. Ihr könnt die jetzt entweder einfach draußen stehen lassen oder in den Kühlschrank stellen. Manche haben ja ein bisschen Probleme damit, so warme Sachen in den Kühlschrank zu stellen. Aber es kühlt so schnell aus. Also ja. Und im Prinzip könnt ihr es auch sofort essen, wenn es ausgekühlt ist. Und hier ist so einiges daneben gegangen. Und ich stelle es jetzt in den Kühlschrank und wenn es dann nachher fest ist, zeige ich es euch nochmal. So, so sehen die jetzt aus. Einen habe ich schon genascht. Und das ist halt so ein Silikonförmchen. Dadurch könnt ihr die eigentlich ganz easy raustrennen. Genau. Also es geht wirklich ganz, ganz, ganz leicht. Wie ihr seht. Genau. Und die ganze Menge, die ich gemacht habe, die hat jetzt 4 Punkte, 4 Weight Watchers Punkte, ne? Und er isst die nicht komplett. Also ich teile mir das auf in 5 Portionen und dann habe ich 5 Tage lang jeden Tag eine leckere
Süßigkeit und schreibe mir dafür einen Punkt auf. Also ist echt, ich finde es super und die sind mega lecker. Outfit of the day. Heute mal ein bisschen schicker, soweit das mit den neuen Dingern halt geht, ne? Ich habe ein weißes Hemd an, auf dem Rücken steht Do What You Love. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil es halt der Rücken. Und ja. The Power of Make-up. Ja, heute habe ich mal ein bisschen mehr Make-up aufgelegt, weil ich, wie gesagt, ziemlich kaputt aussehe. Und Schmuck, Jette Job-Ohrringe, die habe ich mal von meinem Freund geschenkt bekommen. Und ja, nichts Besonderes heute, aber... Ja, da ist wie immer meine Häufchenecke, nennt mein Freund das immer. Es gibt immer eine Stelle in meiner Wohnung, entweder ist es im Bad oder im Schlafzimmer vom Bett, meistens in der letzten Zeit vom Bett, wo ich halt alles hinwerfe. Ich arbeite dran. Hurra! Es hat endlich wieder geschneit. Ironie aus. Ja. Ich bin ja ein totales Sommerkind, ne? Also Frühling, Sommer finde ich richtig klasse. Herbst und Winter finde ich richtig kacke. Also letztes Jahr war wir definitiv mein Jahr bei dem super langen, wunderschönen Sommer, den wir hatten. Aber kalt oder nass oder kalt und nass. Nö, nicht so mein Ding. Und ich muss jetzt meinen Kleinen frei schaufeln. Das ist übrigens auch das Gute, wenn man so einen kleinen Wagen hat. Da ist man schnell durch mit. Morgen! Ja, also hier ist das reine Chaos. Ist wie es ist. Katastrophe. Aber ist mir jetzt egal. Make-up sitzt. Muss heute auch ein bisschen durchhalten. Ich habe mir heute mein Löckchen gemacht und mir ein paar Clip-Ins reingepackt, weil, ja, sieht dann voluminöser und schöner aus. Ich zeige euch mal eben mein Outfit of the Special Day. Genau, also ich habe dieses wunderschöne Volant-Top an, oder Schößchen-Top nennt sich das, glaube ich, genau, mit Spitze. Ich glaube, das ist von H&M oder Zara, es steht kein Schild mehr drin. Eine Skinny Jeans von H&M, die mehr oder weniger komfortabel ist, aber nach 3 Kilogramm Abnahme geht es eigentlich wieder. Auf den Lippen trage ich meinen neuen Lipgloss von Fenty. Ich habe mir jetzt den Fuzzy tatsächlich noch bestellt, weil ich sowieso was bei Sephora für eine Freundin zum Geburtstag ordern musste. Und ja, heute ist Valentinstag und gleichzeitig mein 10. Jahrestag mit meinem Schatzi. Das heißt, wir gehen heute Abend, also ich muss jetzt erst arbeiten, er auch. Und heute Abend gehen wir schön gemeinsam zu unserem Lieblingsitaliener essen. Und das haut zwar nicht ganz mit den Punkten hin, aber ich habe die ganze Woche meine extra Points oder mein Wochenextra aufgespart, damit ich da heute Abend voll reinhauen kann. Voll reinhauen heißt, ich esse halt eine Pizza und mache mir dann keine Gedanken drüber. Und wenn es da morgen 200 Gramm mehr sind, dann ist das so. Man hat halt nicht jeden Tag 10-Jähriges mit meinem geliebten Klotz am Bein. So, und jetzt ja, sehe ich zu, dass ich zur Arbeit komme. Bis später oder morgen. Wahrscheinlich eher morgen. Guten Morgen. Ja, ich bin tatsächlich auch gerade erst aufgewacht. Die ungeschminkte Wahrheit. Und ich habe mir vor ein paar Tagen bei Lidl für, ich bin mir nicht sicher, ob es 13 oder 17 Euro gekostet hat, ich werde es mal recherchieren, habe ich mir diesen Schlonzer gekauft und ja, da hinten ist wieder. Ich habe gestern noch nicht mehr aufgeräumt. Wir hatten ja gestern Jahrestag, waren schön lecker zusammen essen, also mein Freund und ich. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich einfach nur noch ein bisschen, ich wollte gerade sagen Netflix geschaut, das stimmt aber gar nicht. Ich habe mir eine Folge oder ein paar Folgen Gilmore Girls reingelegt und bin auch dabei eingeschlafen. Aber ich wollte euch unbedingt diesen super, super chilligen, ja, Hausanzug, weil Schlafanzug ist es ja nicht klassisch, aber ich habe ihn jetzt zum Schlafen angehabt. Das ist dieses super hübsche Samtteilchen. Total kuschelig. Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil da halt viel Polyester drin ist. Aber ich habe letztens irgendwann mal ein Video von Yamina gesehen und da hat sie den gezeigt. Da hat sie sich und ihrer Freundin eingekauft und dachte, ach, das sieht aber gemütlich aus. Und jetzt habe ich mir auch einen zugelegt, der ist so schön. Ich zeig mal.
Oder hat hier diese schönen dicken Bänder, eine dicke Kapuze, was natürlich zum Schlafen jetzt nicht so super optimal ist, aber hat er halt. Genau, und halt auch eine total bequeme Hose mit Bündchen unten, was ich immer ganz schön finde, weil dadurch bleibt man warm. Ich finde ihn mega schön. Ich ärgere mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass ich ihn nicht noch in einer anderen Farbe mitgenommen habe. Aber wie viele Schlonzer braucht man? So, und jetzt muss ich mich echt fertig machen, weil so kann ich natürlich nicht zur Arbeit. Ach, wäre das schön, wenn man so zur Arbeit könnte. Oder vielleicht von zu Hause aus arbeiten. So, ich sehe wieder ein bisschen menschlicher aus, aber man sieht mir an, dass ich wenig und nicht so gut geschlafen habe. Und für alle, die mir nicht glauben, oder für alle, die meinen Make-up-Messy-Tag gesehen haben, ich hatte ja gesagt, ich räume eigentlich immer alles wieder zurück. Ich habe jetzt gerade übrigens den Kassenzettel wieder gefunden. Der Trainingsanzug, der kein Trainingsanzug ist, sondern dieser Hausanzug, hat tatsächlich nur 12,99 € gekostet. Und der ist so schön, so kuschelig und ich mag mich da drin. So, meine Pinsel. Sie liegen hier, ne? Alles andere ist weggeräumt. Also auf meinem Tisch liegt tatsächlich jetzt ein bisschen mehr, weil ich ein paar, weil ich noch was wegsortieren muss, so. Aber meine Schminke ist wieder weg. Ich wollte euch kurz mein Outfit zeigen, das kein echtes Outfit ist. Das habt ihr auch schon ein paar Mal gesehen, weil ich, ja, ich habe halt keine 27 Kleiderschränke und trage daher meine Sachen öfter. Aber, genau, eine High-Waist Skinny Jeans. Ich lebe in dieser Hose. Ich finde es so schade, dass ich sie nicht mehr kriege, weil die ist so bequem. Die hat so einen schönen Stretchanteil und der Rest ist nicht Polyester, sondern Baumwolle. Das ist so schön auf der Haut. Ein meiner heißgeliebten Kuschelpullis von H&M. Ich habe den jetzt seit einem Jahr. Würde aber sagen, so langsam gerät er aus der Form und ist auch nicht mehr ganz so weich. Aber gut, ich habe den natürlich jetzt auch ein Jahr, immer wenn es kalt war, rauf und runter getragen. Ich habe ihn noch in Schwarz und in Bordeaux und ich liebe ihn und ich würde ihn jederzeit nachkaufen. Ich glaube, der hat nur 20 oder 30 Euro gekostet. Genau, ganz, ganz toller Pullover. So, und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Arbeit und ich vermute, das war auch mein letztes Outfit of the day. Hello! Es ist Samstag und genau, ich habe mich gerade fertig gemacht. Ich fahre jetzt gleich zu meinem Schatz. Genau, wir hatten ja diese Woche 10-Jähriges und selbst wenn wir kein 10-Jähriges gehabt hätten, würde ich hinfahren. Und wir wollen schön zusammen brunchen. Ich habe diese tolle Bluse an, die ich von New Chic, die ich mir bei New Chic aussuchen durfte. Ich finde die wirklich toll. Ich mag die Farbe mega gerne. Und ja, tolle, tolle, tolle Bluse. Meine Haare wollen heute nicht so, wie ich will. Ich habe sie versucht. Kennt ihr das auch, wenn sich die Haare so auf dem Hinterkopf irgendwie ganz blöd immer auseinanderlegen? Ja, irgendwann, wenn ich mal richtig zu Geld gekommen bin, werde ich mir mal so eine Haarverdichtung machen lassen. Ich habe zwar so ein paar Clip-in-Extensions, aber ich finde, das sieht nur gut aus, wenn die Haare gelockt sind. Sonst sieht man immer die Kanten, das gefällt mir gar nicht. Deswegen setze ich die halt nur ein, wenn ich oder überhaupt hin und wieder mal ein, wenn ich ein paar Locken habe. Und mein Outfit ist, ja, wie gesagt, diese wunderschöne Bluse, dann meine High-Waist. Ich vergesse immer, wie die heißen, aber ich liebe sie. Also diese Hose von H&M, zu der ich auch immer wieder Fragen bekomme. Ich wurde auch schon auf der Straße angesprochen, wo denn diese schöne Hose her ist. Und die war echt nicht teuer. Ich glaube, die hat 30 Euro oder so gekostet, oder 25. Die ist einfach super bequem und fällt ziemlich gut groß aus, finde ich. Nicht so toll. Also ich trage normalerweise bei Hosen eine 40 und hier brauche ich eine 36. Kleines Live-Gewichtsupdate. Es hat sich jetzt die letzten Tage nichts mehr getan. Das finde ich aber nicht schlimm, weil ich habe jetzt ich habe vorletzte Woche Donnerstag, also heute ist Samstag und letzte Woche Donnerstag bin ich gestartet mit einem Gewicht von 72 Kilo. Nicht mit 72, sondern mit 73 Kilo bin ich gestartet. Also genau, ist halt das Doofe, wenn man nicht genügend Sport machen kann, aber trotzdem halt normal weiter ist, nehme ich halt weiter zu. Das ist, glaube ich, normal.
Genau, also ich bin mit 73 Kilo gestartet und heute ist Samstag und der Wiegetag und ich habe exakt 70,0. Also das hatte ich auch schon vor ein paar Tagen, daran hat sich jetzt nichts geändert. Und ja, ich bin mit der Abnahme mega zufrieden, ne? Also mehr 3 Kilo in anderthalb Wochen nicht mal. Also Donnerstag gestartet, heute ist Samstag, das heißt eine Woche und zwei Tage gleich 3 Kilo. Mehr geht halt nicht, ne? Deswegen alles gut und wenn es jetzt so in halben Kilo Schritten weitergeht, bin ich sehr zufrieden. Was mich immer sehr demotiviert ist, wenn man so gar keinen Fortschritt sieht über mehrere Wochen, dann kommt bei mir halt ganz schnell dieses, wofür mache ich das eigentlich? Wofür diszipliniere ich mich und verzichte auf Schlemmen, wo es mir doch immer so gut geht? Gestern habe ich noch einen Umschlag von der Post abgeholt. Ist übrigens auch ein Knaller, ne? Also, meine liebe Ela hat mir hat mich gefragt, ob ich Interesse daran hätte, Proben von der Fenty Foundation zu testen, weil sie hatte die in der Bestellung. Da waren die Tragetasche jetzt drauf, genau. Und sie hatte mich gefragt, ob ich die haben möchte. Dann habe ich gesagt, ja gerne, lass mich das Porto bezahlen. Nee, mache ich schon, schicke ich dir zu. Dann war auf dem Umschlag 1,40 Euro. Das ist natürlich für einen Großbrief 5 Cent zu wenig. Aber ich musste das dann bei der Post auslösen, musste 3,20 Euro nachbezahlen. Weil erstens haben die es nicht verstanden, dass... Also ich habe selbst eine Briefschablone. Ich arbeite für einen privaten Briefdienstleister. Wir haben Briefschablonen da. Und es war ein Großbrief und kein Maxibrief. Das heißt, eigentlich wären es halt 5 Cent nachzahlen plus 2 Euro Strafporto, was ich auch schon eine Unverschämtheit finde, ne? Ganz ehrlich. Und genau, aber die Tante bei der Post meinte, nee, das ist ein Maxi-Brief. Ich sagte, das ist niemals ein Maxi-Brief, niemals. Ja doch, wir haben das ja ausgemessen, das ist ein Maxi-Brief. Ich habe es dann zu Hause durch mehrere Schablonen, also zu Hause in der Firma durch mehrere Schablonen gejagt. Das ist einfach nicht wahr. Aber das ist halt echt so, ja, die Deutsche Post kann irgendwie machen, was sie will, geht mir voll auf die Nerven. Und die kleinen privaten Briefdienstleister, die werden immer... Die kriegen immer Lack, es gibt immer Reklamationen. Das ist total nervig. Und ja, wir sind halt ansprechbar. Also die privaten Briefdienstleister sind ansprechbar. Man kann da auch anrufen, wenn man einen unversicherten Brief verschickt hat. Das funktioniert ja bei der Deutschen Post gar nicht. Und wenn doch, wird man nur abgespeist. Man kann auch ein Reklamationsschreiben hinschicken, bekommt dann innerhalb von 6 bis 8 Wochen dasselbe standardisierte, dusselige Anschreiben, in dem drin steht, dass es keine versicherte Sendung war und deswegen nicht nachvollziehbar ist. Und das finde ich halt echt frustrierend. Ja, nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut, weil sie hat mir das zukommen lassen. Ihr findet Ela übrigens bei Instagram Mutter Schneeweißchen 1981 und ihr findet sie auch bei YouTube. Sie hat ein paar Videos zu der BSB Cruise, also Backstreet Boys Kreuzfahrt hochgeladen. Genau, und sie hat mir einmal ein Pröbchen abgefüllt von dem Trend It Up Puder, das sie ganz toll findet. Da bin ich sehr gespannt. Dann habe ich eine Isana Gesichtsmaske, genau, eine Tuchmaske geschenkt bekommen. Die werde ich auch auf jeden Fall testen. Und eben diese Fenty Pro Filter Foundations. Das sind, sie sagt, ihre Haut ist zu trocken. Sie würde das gar nicht erst drauf ankommen lassen. Finde ich cool, ist ein Primer dabei und halt 4 Foundations, von denen ich die beiden hier wahrscheinlich verwenden kann. Mal sehen, wie viel ich von der hellen reinmachen muss, damit die dann funktioniert. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Bin ja sehr verliebt in meine Fenty Gloss. Und jetzt habe ich ja auch Fuzzy, also den rosanen. Den werde ich jetzt auch mal auflegen, weil ich habe gerade den Glossbomb drauf gemacht, aber habe hier heute ein rosanes Hemd an. Aber so einen großen Unterschied macht es jetzt auch nicht. Große Liebe. So, und jetzt mache ich mich auf den Weg und verabschiede mich auch aus dem Vlog. Schaut mal gerne bei der Kanzlei WBS vorbei. Das ist noch eine kleine Empfehlung für alle, die gerne weiterhin auch freie Meinungsäußerungen im Internet sehen möchten und die keinen Bock drauf haben, dass irgendwann alle Plattformen nur noch mit Werbung zugespammt werden, also mit irgendwelchen gemachten Werbevideos, wie ihr sie auch in der Werbung im Fernsehen seht. Es geht nochmal um den Artikel 13. Ich möchte euch damit auch nicht zuspammen. Ich weiß, dass es viele nicht interessiert, was ich sehr, sehr schade finde, weil das ist echt eine wichtige Nummer. Und ihr könnt euch eintragen in eine Liste
diese Petition unterschreiben. Ihr könnt einen Brief an euren Abgeordneten schicken oder eure Abgeordneten. Ich habe einfach alle angeschrieben. Ich habe halt mich selber angeschrieben und alle Abgeordneten ins BCC genommen. Einfach nur und auch eben darauf hingewiesen, dass ich darum bitte, also dass ich gegen Artikel 13 bin und darum bitte, dass auch dieser Volksvertreter gegen den Artikel stimmt und sich dagegen einsetzt und wenn nicht, ich halt von meinem Recht Gebrauch mache und mir eine andere Partei suche, die ich unterstützen möchte. Und ich kann schon mal so viel sagen, die CDU und die Grünen werden von mir nicht gewählt. Ein sehr politisches Thema, ich weiß, aber ja. Vor 20, 30 Jahren sind die Leute noch auf die Straße gegangen, wenn die was genervt hat. 20 Jahre nicht, aber 30 Jahre. Vor 30 Jahren sind die Leute noch auf die Straße gegangen, wenn sie was genervt hat. Heutzutage habe ich das Gefühl, geht es den Leuten einfach zu gut. Alle motzen und mosern immer rum. Sei es, was die Löhne angeht, sei es, dass Frauen weniger bezahlt bekommen in den Jobs. Also, wenn sie denselben Job machen wie ein Mann, kriegen sie trotzdem oft weniger bezahlt. Und es gibt so viele, viele, viele andere Themen, wo alle immer nur motzen und sich beschweren, aber es geht keiner mehr auf die Straße und es ist für die meisten schon viel zu viel, mal einen Brief zu schreiben oder eine E-Mail zu schreiben oder einfach mal ihre Meinung zu äußern. Von daher, ja, tut das und da würde ich mich echt freuen. Also die Kanzlei WBS, ihr findet sie auf jeden Fall bei YouTube. Auch ich habe mir dazu dort viele Videos angeschaut. Das sind tolle, recherchierte Videos. Es ist eine Kanzlei, das heißt, die erzählen euch auch keinen Scheiß, könnten damit sonst in Teufelsküche kommen. Sehr sympathisch und gut vorgetragen, sodass man es auch verstehen kann. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. So, und jetzt verabschiede ich mich wirklich aus dem Vlog. Ich habe auch ein paar Sachen aussortiert, aber ach, ist nicht viel und zeige ich euch im nächsten Vlog. Es ist, wie gesagt, kaum was dabei rumgekommen. So, jetzt tschüss!